Einmal weg. So, du bist nicht der mit dem EMP, du bist der mit dem EMP. Du fährst jetzt nochmal hin und zündest das EMP. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole, Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Deswegen fahren wir dahin. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich was kommuniziere mit, nicht mit Ihnen. Fathers Arche passiert. Registriere vollständige Zerstörung aller feindlichen Geschütztürme. Zielgebiet gesichert. Ah, und jetzt können wir die Arche erst angreifen. Okay, das heißt, meine Tests... Remoduliere Schildsysteme. So schnell werden sie mich nicht besiegen. ...sind abgelaufen. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und ich weiß, wie wir Fathers Arche jetzt endgültig schädigen können. Gut. So langsam baut sich ein Bild auf, aber es ist extrem schwierig, da durchzusehen. Test 3, also noch einmal. Mit euch. Bleibt erstmal hier. Wo ist mein EMP? Da. EMP ist gleich bereit und wird dann also Fathers Arche schwächen. Da sind die, da oben ist der noch. Und ich hoffe, wir kriegen den Flieger gleich mit. Das wäre natürlich optimal. Oh, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Schieß doch jetzt noch nicht. Pass mal, gib das mal ab. Gib das mal dem da. Er freut sich auch, dass er was zu tun hat. Der Flieger muss jetzt einmal näher kommen. Wo ist er? Da oben. Okay, und... Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Achtung! Bevölkerung verlässt die Stadt. Ach, was ist denn das? Scheibenkleister, jetzt habe ich meine Schiffe wieder lahmgelegt. Und nicht die Arche. Ach, Dreck. Nochmal. Wie kann ich denn... Wie mache ich das denn bloß immer? Es ist... ich achte nicht auf alles. Ein großes Problem von mir. Bin völlig fertig. Okay. EMP ist da. Wir warten, bis das EMP durchgelaufen ist. Kampfdrohne. Aktiviert eine Drohne, die Feinde in der Umgebung automatisch angreift. Angriffskraft 25, nur auf Schiffe. So, dann bleiben wir kurz hier. Oder fahren einmal rüber. Und... Peng. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole... Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Ja, wir sind unterwegs, Pübi. Erstmal auf das Flugzeug, nicht das Schiff. Okay, dann stellen wir uns hier hin. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ballern einfach die Verteidigung weg. Dann noch eine Minute. Achtung. Die Tränkevorräte gehen zu Ende. Okay. Und weg. Und gleich geht's wieder los. Okay, ein Verteidigungsturm haben wir weg. Wo ist der mit dem EMP? Da. Du bist gleich wieder ready. Oh. Komm mir nicht zu nahe, du. Da kommt er wieder angefahren. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole. Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Okay, der Kolossus, wir haben ihn zwar gestunt, aber das geht. Wieso wird mein Schiff angegriffen? Haben wir nicht alle Verteidigungssysteme ausgeschaltet? Warnung. Produktion gestoppt. Registriere. Ein Störfaktor, ich weiß.
Scheibenkleister. Ah, nein, du bist das falsche die Schiff. Tankeversorgung mangelhaft. Scheibenkleister. Aktiv. Ihr habt's gleich, Leute. Remoduliere Schildsysteme. So schnell werden sie mich nicht besiegen. Ah, ich hab's gemerkt. Okay, wir fahren nach Hause, wir lassen uns kurz reparieren. Der kriegt die Verteidigungstürme ja hoffentlich nicht wieder aufgebaut. Und ich hatte eigentlich vor, zu überleben. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja, ja. Puh, okay. Sobald ihr repariert seid, geht's wieder weiter. Fahren wir nochmal nach oben. Die Altair kommt mit, auch du bist nicht mehr wichtig jetzt. Du kommst jetzt auch mit. Wir brauchen mehr Angriffskraft, damit Achtung, die Produktionsstillstand. Verteidigung schneller kaputt geht. Und du hast doch Getränke, oder? Fahr mal nach oben. Und zwar von hinten. Falscher Hafen. Da. So. Tun wir wenigstens so, als wenn wir was für die Bevölkerung tun. Okay. Die Firma hat oberste Priorität. Immer. Ja, das ist wahr. Das ist richtig. Gib mal den Reis ab. So. Okay, nur noch das Schiff reparieren lassen. Dann fahren wir wieder nach oben und probieren ein zweites Mal. Warnung. Produktion gestoppt. Einen Angriff. Achtung. Getränkevorräte gehen zu Ende. Ja, unten bei den Text, das ist mir egal. Spielstand. Test 4. Ich mache jetzt hier lauter Testspielstände, einfach bloß, weil ich nicht Spiel weiß, gespeichert. Wie ich sonst am besten vorankommen soll. Ganz besonders mit so einer Bilanz braucht man mir dann nicht mehr kommen. Mit das wird schon. Ist hier noch irgendwas unterwegs? Das Schiff, das Boot. Registriere die Aktivierung von Farvers Schutzschild. Ich wiederhole, Farvers Schutzschild ist deaktiviert. Ja, und die Flugzeuge hier gehen jetzt auch den Bach runter. Noch eine Minute. Wo kommt denn das Schiff schon wieder her? Ach, Dreck. Nochmal zurück. Noch einmal warten, bis der EMP ready ist. Ich bin Farver. Ich kontrolliere. Remoduliere Schildsysteme. So schnell werden sie mich nicht besiegen. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja, ist ja schön. Na komm her, Schiff, Boot, was auch immer. Und? Registriere zack. Die Aktivierung von Farvers Schutzschild. Ich wiederhole, Farvers Schutzschild ist deaktiviert. Ja, und diesmal kriegen wir auch keinen Schaden durch diese komischen Verteidigungsdinger. So, das ist das nächste. Dann kommst du dran. Und zu guter Letzt eigentlich du. Registriere vollständige Zerstörung aller feindlichen Geschütztürme. Zielgebiet gesichert. Remoduliere Schildsysteme. So schnell werden sie mich nicht besiegen. Das werden wir noch sehen, Vater. Getränkeversorgung mangelhaft. Und EMP raus. Registriere die Aktivierung von Farvers Schutzschild. Ich wiederhole. Farvers Schutzschild ist deaktiviert. So, jetzt gehen wir mit vollem Karacho auf die Arche. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Sie sind mein... Nö, geh drauf da. Scanne Sektor. Keine Aktivitäten der Farver-KI messbar. Diagnose. Alle Systeme offline. Mission erfüllt. Och, nein, wirklich? Was haben Sie getan?
Auswahl aller relevanten Systeme. Ich registriere eine extreme Überbrückung der Notfallprotokolle. Deaktivierung meiner Kernsysteme in 3, 2, 1. Das ist nicht. Ha! Was ist das endgültige Aus? Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste von Anfang an, dass Sie am besten für diesen Job geeignet sind. Nach 20 Versuchen. Ein echter Gewinn für die Firma. Dann sind wir uns ja endlich einmal einig, was? Offenbar braucht es einen gemeinsamen Feind, damit Global Trust, Eden Initiative und SAAT wirklich zusammenarbeiten. Das ist dein Verdienst. Ich glaube, du hast gerade die Welt gerettet. Nun, das war's dann also. Father ist Geschichte. Zumindest diese Version seiner KI. Aber SAAT wird diesen Computervirus analysieren und unschädlich machen. Und eines Tages, vielleicht, wenn wir Erfolg haben, werden wir eine optimierte Version von Father erschaffen. Tja, damit haben wir auch diese Mission wieder abgeschlossen. Wir dürfen uns jetzt entscheiden, wem wir die Karrierepunkte geben wollen, in wen wir sie investieren wollen. Natürlich weiterhin erstmal in die Techs, später dann auch in die Eden Initiative und in die Tycoons, wenn denn die anderen soweit durch sind. Ja, wir haben es geschafft. Die Stunde 0 ist abgeschlossen. Unser Geld war einfach nur furchtbar. Wirtschaftlich haben wir total versagt, aber da haben wir dann am Ende auch gar nicht mehr drauf geguckt. Mussten wir auch nicht. Wir brauchten bloß so viel Geld, dass wir zumindest die Schiffe bauen können. Okay. Die Sünden der Väter. Abgeschlossen. Sehr gut. Ja, das nächste Mal geht's also in die Einzelmission. Jetzt wird erstmal eine... Hey, schließen Sie die Kampagne ab, 40 Uplay-Punkte, sehr geil. Jetzt wird es erstmal eine große Anno 2070 Pause geben, dennoch ein kleines Resümee zu diesem Spiel. Es war toll, es ist ausgezeichnet, es ist super gemacht, die Grafik, ich würde glatt 92% allein für die Grafik geben, weil sie sich so viel Mühe gegeben haben. Klar, dieses leicht Verschwommene ist vielleicht nicht für euch auf YouTube jetzt super sichtbar und super toll, vor allem kann man nicht so viel erkennen. Und wenn dann noch mit 30 FPS aufgenommen wird, dann sieht man doch oft Verpixelungen und das ist nicht so schön. Das Ganze jetzt wurde ja noch am Ende mit 60 FPS aufgenommen oder bis zum Ende, weil es einfach geklappt hat und die Dateigröße doch nicht allzu groß war. Und das freut mich sehr, so konnte ich euch das wenigstens in einigermaßen Qualität bieten. Das System selbst, ausgezeichnet. 3 verschiedene Kulturen, die aufeinander prallen, nicht so wie bei Anno 1404, 2 verschiedene Kulturen. Aber damals hatten die auch noch nicht viel Auswahl. Man konnte alle 3 steuern. Es ist sehr komplex, das Ganze, wie es zusammenwiegelt. Und ich habe gehört, dass es später zu diesen Einzelspielermissionen nochmal schwieriger sein soll. Denn gerade die Forschung. Ohne die Forschung kann man gewisse Dinge nicht entwickeln. Und die Forschung wird immer, immer schwieriger. Wir haben dort dann teilweise Zeiten, um etwas zu erforschen von 3 Stunden, bis es durch ist. Ja, je mehr Forscher man dann hat oder je mehr Laboranten man hat, desto schneller geht das auch mit der Forschung und dann ist das von 3 Stunden in einer Viertelstunde durch. Aber trotzdem, 15 Minuten sind schon echt lang und auch die Dinge, die man braucht, sind dort extremer und wesentlich stärker ausgeprägt. Die Kampagne selbst sehr schön gemacht. Wir haben uns so ein bisschen mit diesen 3 angefreundet, aber dadurch, dass es irgendwie nur Auftraggeber waren und wir keine wirkliche Sympathie zu ihnen aufgebaut haben, war es für mich wie, wir lernen jetzt mal schnell das Spiel kennen. Und so soll es eigentlich auch sein. Die Kampagne ist da, um den Rest des Spiels vorzubereiten, um den Spieler auch auf das Spiel vorzubereiten und dass das Ganze in den Einzelspielermissionen schwieriger macht, finde ich eine gute Lösung. Auch, dass man sich hier in den Senat eingebunden fühlt, in den Weltratswahl. Widerspiel werden, wie bei jeder Aufbausimulation, auf jeden Fall gegeben. Und ja, wie gesagt, Sympathie, da könnte man noch dran arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, 92% für die Grafik, Punkte.
und 93% fürs System, für den Spieleaufbau. Und Wiederspielwert, ja, ist gegeben. Ich würde sagen 94 Punkte insgesamt für Anno 2070. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wert, oder? Ich weiß gar nicht, was hatten wir für Anno 1404? Muss ich nochmal gucken. Vielen Dank fürs Ansehen bis hierhin. Die Einzelspieler-Missionen folgen. Ich freue mich auf euch, freut ihr euch auch. Seid dabei, seid live und so weiter. Ihr wisst schon. Euer Bisuzen. Bis nachher.